Hallo alle zusammen. Dieses Video zeigt, wie Sie nach einem Upgrade auf Windows 11 zu Windows 10 zurückkehren können. Viele Nutzer, die sich für ein Upgrade auf Windows 11 entschieden haben, sind besorgt, dass sie nicht zu vorherigen Versionen des Systems zurückkehren können, wenn ihnen etwas an 11 nicht gefällt und dass sie ihr Windows 10 komplett neu installieren müssen. Darüber müssen sie sich eigentlich keine Gedanken machen. Dies ist möglich, da bei einem Upgrade auf Windows 11 die Dateien ihren vorherigen Windows-Installation automatisch im Ordner Windows Old auf Ihrem Systemlaufwerk gespeichert werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieser Ordner 10 Tage nach dem Upgrade automatisch vom System gelöscht wird. Wenn eine saubere Installation von Windows 11 durchgeführt wurde, funktioniert die oben beschriebene Methode nicht. Um von Windows 11 zu einer früheren Version des Systems zurückzukehren, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie die Einstellungen über das Startmenü oder verwenden Sie die Tastenkombination Win plus I. Gehen Sie unter System zum Abschnitt Wiederherstellen, drücken Sie unter Wiederherstellungsoptionen die Taste zurück. Gehen Sie den Grund an, warum Sie Windows 11 auf Windows 10 zurücksetzen möchten. Sie können einfach aus einem anderen Grund wählen. Klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Schritt werden Sie von Microsoft aufgefordert, nach Upgrade zu suchen. Wählen Sie Nein, danke. Microsoft wartet dann, dass Ihr Computer eine Zeit lang nicht verfügbar sein wird, während Sie Ihr System von Windows 11 auf Windows 10 zurücksetzen. Klicken Sie auf Weiter. Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihr Windows 10 Anmeldekennwort erinnern und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie abschließend auf Zurück zu Windows 10. Warten Sie, bis Windows den Vorgang abgeschlossen hat. Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, starten Sie Windows 10 mit allen Dateien, Programmen und den 10 Schlüssel und verwenden. Diese Methode zur Wiederherstellung einer früheren Windows-Version ist 10 Tage lang ab dem Datum des Upgrades auf Windows 10 gültig. Nach Ablauf von 10 Tagen kann die vorherige Version des Systems, in unserem Fall Windows 10, nur durch eine saubere Installation wiederhergestellt werden. In unseren vorherigen Videos erfahren Sie, wie Sie ein kostenloses Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 durchführen und wie Sie eine saubere Installation von Windows 11 vornehmen. Wenn Sie Dateien infolge einer Installation eines Upgrades oder Zurücksetzens von Windows verloren haben, können Sie diese mit Hetman praktischen Recovery wiederherstellen. Dazu gibt es Videos auf unserem Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es bitte und abonnieren Sie den Kanal. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Glück. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln.